Starten wir mit einem kleinen, einfachen Tutorial für eine Bildbearbeitung. Wir suchen uns ein beliebiges Bild raus, im besten Fall ist dieses schwarz-weiß, und wir ziehen dieses Bild direkt in das freie Fenster hinein und dann wird dieses Bild auch automatisch geladen und geöffnet. Als erstes lass uns das Bild abspeichern und zwar als Affinity-Foto-Datei, damit wir in dem Original nichts verändern. Entweder du gehst auf Datei und auf Speichern unter oder du nimmst den Shortcut mit Steuerung, Umschalttaste und S. Dann kannst du dein neues Projekt abspeichern. Sollte dein Bild farbig sein, markiere hier in den Ebenen dein Bild, klicke auf Anpassung und wähle hier Schwarz-Weiß. Hier kannst du dir dann einen beliebigen Effekt raussuchen und diesen anpassen. Natürlich ist mein Bild gerade ein Schwarz-Weiß-Bild, daher kann man nicht viel Veränderung sehen. Diese Anpassung findest du auch hier in deiner Ebene wieder. Füge nun den Filter, also die Anpassung, und dein Originalbild zusammen, indem du einmal auf die Anpassung klickst, dann auf die Shift-Taste und auf dein Originalbild. Dann findest du hier oben den Button Gruppieren oder du nimmst den Shortcut Steuerung G, um das Ganze zu gruppieren. Nun klickst du bei deiner Gruppierung auf die rechte Maustaste und klickst auf Sichtbare zusammenlegen. Nun entsteht hier oben eine neue Ebene als Pixelebene. Die untere Originalebene blenden wir aus und klicken auf die neue Pixelebene. Diese duplizieren wir jetzt, indem wir nochmal auf die rechte Maustaste klicken und Duplizieren klicken. Die darunterliegende Pixelebene blenden wir erneut aus und klicken auf die obere Pixelebene. Nun wollen wir ein wenig hineinzoomen. Das kannst du entweder mit Steuerung und dem mittleren Mausrad machen oder du nutzt das Zoom-Werkzeug hierfür. Dann wählen wir einmal unseren Auswahlpinsel aus und markieren die Lippen an. Schau noch einmal, dass du wirklich die richtige Ebene anmarkiert hast, damit es auch das Richtige auswählen kann. Wenn du zum Beispiel ein anderes Gebilde im Hintergrund hast, zum Beispiel ein Viereck, dann würde es das Viereck anmarkieren, weil es halt nur das Viereck erkennt. In dem Fall wollen wir ja hier die Lippen. Es muss auch nicht ganz perfekt sein, einfach ganz grob. Die Breite von deinem Auswahlgerät kannst du hier oben einstellen. Und wenn du etwas entwählen möchtest, da findest du hier unten auch nochmal so eine kleine Anleitung. Dann würde ich in dem Fall jetzt gerade auf Alt klicken und dann das End markieren, was ich nicht haben möchte. So, als nächstes machen wir das Ganze wieder ein bisschen kleiner und wir gehen auf unseren Radierer hier. Den können wir ganz groß machen. Und danach wollen wir die Auswahl berichtigen. Das heißt, im Moment würde es nur die Lippen weglöschen, damit das nicht passiert, sondern das Gegenteil entsteht, brauchen wir auswählen, Pixelauswahl umkehren und dann können wir hier einmal das Ganze wegradieren. Entweder wir nutzen den Radierer oder drücken einfach auf Entfernen die Taste. Um die Auswahl aufzuheben, klicken wir auf Escape. Dann scrollen wir wieder ein bisschen rein und die untere Ebene klicken wir auch an. Das heißt, die untere ist wieder sichtbar. Jetzt klicken wir wieder auf unsere ausgeschnittenen Lippen und gehen einmal hier oben bei den Filtern auf einen beliebigen Filter, der uns gefällt.
Im Anschluss gehen wir auf QuickFX. Falls dies bei dir noch nicht eingeschaltet ist, kannst du auf Fenster klicken und dann siehst du hier die verschiedenen Studio Panels und da gibt es den QuickFX. Dann gehen wir da drauf. Eventuell liegt er auch hier oben oder weiter unten. Den kannst du dir beliebig anpassen. Und dann brauchen wir Farbe überlagern. Erstmal ist das schwarz, aber das ändern wir jetzt in eine andere Farbe. Und dann setzen wir die Deckkraft stark runter. So. Wir können auch hier nochmal die Füllungsdeckkraft ein bisschen anpassen. Und wenn wir jetzt heraus switchen, dann sehen wir schon, okay, sieht gar nicht so schlecht aus, bis auf diese ungeraden Kanten. Und diese ungeraden Kanten wollen wir jetzt auflösen bzw. glätten, indem wir bei Ebenen wieder auf die Pixelauswahl gehen. Und dann suchen wir uns das Verwischen-Werkzeug. Nehmen keinen allzu dicken Pinsel, sage ich mal, und wischen jetzt hier am Rand entlang. Denk dran, zwischendurch immer wieder zu speichern. Shortcut ist Steuerung S. Wischen nicht zu sehr in die Mitte, sonst fällt das auf. Das Ziel ist zwar jetzt nicht, dass ein perfektes Bild rauskommt, aber sonst sieht man das einfach zu stark. So, falls du hier noch zu viel hast, kannst du auch auf den Radierer wieder gehen. Dann einfach die Breite verkleinern. Und dann einen beliebigen Teil herauslöschen. So, dann nochmal nachbearbeiten mit dem Verwischwerkzeug. Okay. So, jetzt sieht es schon ganz nett aus. Hier unten könnten wir noch ein bisschen nacharbeiten. Okay. So, zwischendurch wieder speichern. Kommen wir zum nächsten Teil. Als nächstes möchten wir jetzt auch noch ein bisschen die Zähne aufhellen. Das bedeutet, wir müssen als erstes in unserer zusammengelegten Pixelansicht nochmal eine Kopie erstellen. Also das heißt, wir gehen auf die Pixelgrafik, rechte Maustaste und gehen auf Duplizieren. Natürlich könnten wir das auch alles in einem einzigen Pixeldokument machen, aber es ist schwierig, wenn man dann doch noch was ändern möchte, das zu ändern. So, das heißt, in diesem Pixeldokument markieren wir jetzt also den Teil an, wo die Zähne zu sehen sind und passen das wieder an mit unserer Alt-Taste, um die Auswahl einzugrenzen. Als nächstes, kennen wir das schon, nehmen wir wieder unseren Radierer und radieren einmal. Denkt dran, wir brauchen einmal die Pixelauswahl zum Umkehren, also es gibt auch einen Shortcut dafür, Steuerung Umschalt I. Und dann sehen wir auch schon, jetzt ist das Äußere markiert und wenn wir jetzt auf Env gehen, also entfernen, dann wird das Ganze gelöscht. Das können wir auch nochmal überprüfen, indem wir jetzt die untere Pixelgrafik wieder wegnehmen und dann sehen wir, okay, hier sind die Zähne. So, dann markieren wir jetzt also die Zähne und nutzen wieder unsere Filter. Und suchen einfach mal einen Filter raus, wo das Ganze noch natürlich aussieht. Am besten schauen wir uns das natürlich im ganzen Bild an, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, ab wann das Ganze unnatürlich wird. Okay, jetzt wollen wir das Ganze noch ein wenig von der Deckkraft her anpassen. Also es muss ja nicht komplett hell sein. Wir können auch einfach sagen, wir nehmen die Deckkraft ein bisschen weg und dann ist es nicht mehr ganz so extrem. Das sieht vielleicht doch noch ein bisschen realer aus. Und jetzt passen wir das Ganze genauso wieder an wie bei den Lippen auch. Das heißt, wenn wir zu viel benutzt haben, können wir den Radierer nutzen, um das Ganze ein bisschen auszugleichen. Und wenn wir zu eckige Kanten haben,
Dann nehmen wir unser Verwischwerkzeug und malen die Kanten wieder schön nach. Nun schauen wir noch, dass unsere Zähne hinter den Lippen sind. Sonst könnte das vielleicht, ich sag mal, auffällig werden, wenn plötzlich die Zahnstücke zu weit vorne sind. Genau, und schon haben wir die Zähne ein wenig heller. So, zwischendurch immer speichern, denkt daran. Gerne auch zwischendurch mal als neues Dokument abspeichern, so als Sicherung. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Zähne nochmal ausblenden, sehen wir, es ist schon ein Unterschied zu sehen. Nun wollen wir uns noch ein bisschen an die Augen heranwagen. Wir nehmen also wieder ein Duplikat von unserem Pixelbild, blenden dies wieder aus, das untere Pixelbild, und bei dem oberen Pixelbild markieren wir nun die Augen an. Versucht wirklich nur das anzumarkieren, was ihr wirklich braucht. Wir können natürlich den Rest auch wieder weglöschen. So, hier kennen wir das Ganze schon. Wir gehen einmal auf Pixelauswahl umkehren, gehen auf Löschen und dann haben wir hier das Auge. Und genau mit demselben Prinzip probieren wir das Ganze mit dem Auge. Wir schalten also wieder die Pixelebene darunter ein, gehen hier auf einen beliebigen Filter. Mit Quick FX wählen wir nun mit Farbe überlagern eine bestimmte Farbe aus. Dann nehmen wir hier natürlich die Deckkraft heraus und gucken einmal, ob uns die Farbe so gefällt. Und wenn ja, dann bearbeiten wir den Rand mit unserem Verwischwerkzeug. Und schon ist das Auge leuchtend. So, wenn uns das nun ein bisschen zu unreal erscheint, dann könnten wir auch noch den Schatten nach innen verwenden. Einfach mal testen von der Deckkraft her und vom Radius, dass das Ganze ein wenig dunkler, sage ich mal, wird. Wir könnten hier auch noch die Farbe ein wenig anpassen. So, und das Ganze könnten wir nun natürlich auch noch mit der anderen Seite machen. Hier sieht man an den Wimpern ein bisschen zu extrem das Grün. Das heißt, da löschen wir einfach oben das Grün weg. Und dann passt das. So, also selbes Prinzip auf dieser Seite. Wir gehen auf Ebenen, duplizieren einmal die Pixelgrafik, blenden die untere Pixelgrafik aus, nehmen die darüberliegende Pixelgrafik, markieren hier das Auge an, passen unsere Auswahl an, dann wählen wir wieder die Pixelauswahlumkehr an, dann gehen wir auf Entfernen, haben somit das neue Auge. Gehen auf Escape, um die Auswahl zu entfernen, markieren die andere Pixelauswahl wieder an, markieren das Auge an und nun kommt genau dasselbe noch einmal. Wir suchen uns also einen beliebigen Filter raus. Gerne ruhig einfach mal spielen und einen anderen Filter ausprobieren. Dann mit Quick FX schauen wir wieder, wo unsere Farbüberlagerung ist, nehmen eine neue Farbe, gehen mit der Deckkraft runter und passen auch wieder mit unserem Werkzeug, dem Verwischwerkzeug, den Rand an. Falls wir zu viel haben, löschen wir oben wieder den Rand weg, passen das nochmal an. Falls uns das nicht gefällt, können wir im Nachhinein noch immer den Filter ändern.
und natürlich auch mit unserem Quick FX Farbe überlagern, könnten wir nun natürlich auch die Farbe anpassen. Wie machen wir das? Wir könnten hier einmal draufklicken und uns diese Farbe merken. Wie machen wir das? Entweder wir merken uns hier die Farbe oder wir gehen auf den RGB-Schieber Hex. Dann markieren wir uns hier den Hexcode. So, und tada, dann haben wir genau dieselbe Farbe hier. Dann denken wir nochmal dran, wir haben hier auch noch den Schatten nach innen benutzt. Für die Stärke können wir hier nochmal nachgucken. 43, 10,5, 43 und 10,5. Und beim Farbe überlagern können wir auch noch mal gucken, wie stark das Ganze war. Da hatten wir 8%, dann gehen wir hier auch auf 8%. Und dann ist das Ganze wieder sehr gleichmäßig.